Gestern wurde bekannt gegeben, dass die Premier League Manchester City wegen finanziellen Einnahmen ja, Verstöße gemacht hat. Damit ist eigentlich einschließlich gemeint, dass die Sponsoreneinträge und Betriebskosten so von zwischen 2009 und 2018 ja, ein bisschen nicht korrekt waren scheinbar, ein bisschen sehr gelogen. Und die haben ja schon mal wegen 2012 und 2016 schon mal Probleme gehabt und wurden dafür eigentlich 2 Jahre aus der CL oder ja gesagt aus der Europa ja, ausgenommen, was aber am Ende zurückgenommen wurde, weil, ja, keine Ahnung, das am Ende einfach zurückgenommen wurde. Das habe ich da damals auch nicht gecheckt, wo das zurückgenommen wurde. Ja, dazu könnte es passieren, dass entweder City, wenn das durchkommt, natürlich paar Punkte abzukriegt, so wie Juventus. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass hier einem Verein ein paar Punkte abgezogen wird und dann auch noch so eine Menge. Oder es könnte passieren, dass dass City vielleicht aus der Premier League Zwangsabstieg machen muss, was ja Juventus da auch schon mal hinter sich hatte, wenn ich mich nicht vertue. Und ja, das wäre halt für erstens für die Premier League, zwar ein bisschen belastend. Und das wäre für City auch ziemlich belastend, weil da würden viele Topspieler, die jetzt aktuell spielen, weggehen. Und ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt und ob das sich als Wahrheit rausstellt oder nicht. Diesmal wird das wahrscheinlich kein so einfaches Spiel für City wie beim letzten Mal. Aber bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Bei Juventus ging es ja richtig schnell, die 13 Punkte, 15 Punkte Abzug bekommen und jetzt gucken die noch unten rum und es läuft gar nicht mehr. So, vom Ding her, wenn das ein Zwangsabstieg wird, das wird dann ein bisschen belastend.